Wir sind dafür verantwortlich, dass die Services, die die Stadtverwaltung ihren Bürgern bietet, wie zum Beispiel Bürgerbüro, Standesamt oder auch Wahlamt, funktionieren. Wir setzen dafür etwa 75 Server ein. Wir reden über 500 PCs, 750 Telefonanschlüsse und all diese Dinge dokumentieren und verwalten wir mit iDoIt. Devin, kannst du mal gucken, wir haben die Switche jetzt in iDoIt drin, ob da Layer 3-mäßig alles vorhanden ist, was wir brauchen? Ja, okay. Alles klar, ciao. Ciao. Ich habe jetzt mal dargestellt, wie wir zurzeit unser iDoIt aufgestellt haben, weil wir haben ja bereits Lizenzverwaltung, Konfigurationen, Softwaremanagement, Inventarisierung, Lizenzierung, alles in iDoIt integriert. Mhm. Jetzt ist der nächste Schritt, ich hätte gerne, dass wir das Ticketsystem anbinden, unsere Doku anbinden und ganz wichtig Monitoring. Das heißt zum einen, dass wir das Monitoring nutzen, um in iDoIt darzustellen, was wir alles an Services haben. Zum anderen, dass iDoIt die Konfiguration erstellt. Das heißt, Ziel ist, dass wir so ein zentrales Konfigurationstool haben, mit dem wir alles abdecken können, weil das brauchen wir nachher für den Grundschutz, den wir mit Viva machen. Okay, cool. Der große Vorteil für uns ist, dass wir jetzt in der Lage sind, alle unsere Dokumentation- und Monitoring-Systeme zu integrieren. Innerhalb von iDoIt keinerlei Doppeleingaben mehr führen müssen und somit Zeit sparen und außerdem noch die Basis für den IT-Grundschutz legen.